Das dieswöchige Infovideo ist diesmal wieder randvoll gestopft. Wir haben unter anderem zwei Umfragen. Dann haben wir ja eine neue Kategorie, die ich vorstellen will. Natürlich den Wochenausblick. Und ich wurde getaggt. Und zwar vom Gamertag. Also das Tag-Video-Tag-System. Heißt Gamertag. Egal. Alles danach, nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Infovideo. Ja, fangen wir gleich mal mit zwei der großen Themen an, denn wir haben Abstimmungen. Und die erste Abstimmung betrifft Ghostbusters. Ja, wenn ihr also wollt, ob Ghostbusters weitergehen soll, dann stimmt mit Ja. Wenn ihr meint, Ghostbusters gefällt mir nicht, mal gucken, was es vielleicht alternativ geben könnte, dann stimmt mit Nein. Mit zwei wollte ich gerade sagen. Mit Nein. Die Abstimmung findet ihr wieder hier oben. Und am besten jetzt gleich abstimmen. So, die Abstimmung für das zweite Projekt kommt dann etwas später im Video. Jetzt kommen wir aber gleich mal zum nächsten Thema. Ja, ich wurde vom guten LP-Bär getaggt, und zwar mit den sogenannten Gamer-Tags. Und das sind 10 Fragen, die ich beantworten werde. Beziehungsweise die 10. Frage ist eigentlich, dass ich dann 3 weitere Personen nominieren soll, die auch so ein Tech-Video machen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Die erste Frage ist, wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Eigentlich sind das 2 Fragen, aber ja, ja. Ihr könnt die Fragen übrigens unten dann in dem Beschreibungstext direkt nachlesen. Aber erstmal wieder zur ersten Frage. Wie alt bist du? Kurz gesagt, momentan bin ich noch 32. Im Oktober werde ich 33. Ja, ich bin etwas älteres Semester, aber naja. Und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ich glaube, das erste Computerspiel, das war irgend sowas mit Mäusen und Katzen für einen IBM-PC. Und da war ich, glaube ich, 5. Also, jetzt haben wir 2017. Ja, so ungefähr 88 habe ich angefangen mit Spielen. So um den Daumen gedreht. Vielleicht war es auch 87. Vielleicht auch 89. Aber um den Dreh. Gut. Was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Meine Einstiegskonsole war in dem Fall wohl ein Gameboy, wenn man das als Konsole zählen kann. Den habe ich zu meinem 9. Geburtstag bekommen. Zusammen mit Zelda. Zusammen mit Mario Land und Tetris. Tetris war halt bei dem Gameboy dabei. Wenn man aber wirklich von einer richtigen Konsole spricht, war eigentlich das Super Nintendo meine erste Einstiegskonsole. Den habe ich 2 Jahre später bekommen. Ihr dürft jetzt rumrechnen, in welchen Jahren das war. Was war eine Einstiegskonsole? Hatten wir gerade. Welche Games hast du als Kind gerne gespielt? Also eins meiner absoluten Lieblingsspiele war Zelda. Und zwar, also Legend of Zelda, A Link to the Past. Und dann war ich ein ganz großer Fan von Secret of Mana. Aber das Spiel, was mich am meisten ja begeistert hat damals, war Illusion of Time. Okay, weiter geht's. Frage Nummer 4. Welches Games spielst du momentan am häufigsten? Da momentan ganz klar Final Fantasy 14. Überhaupt Rollenspiele sind halt so mein absoluten Lieblingsgenre. Ja, eigentlich Rollenspiele und momentan halt ganz viel Final Fantasy 14. Nebenher spiele ich noch ein bisschen Desert Online, Black Desert Online, so heißt es. Und ja, gucke halt immer mal wieder in verschiedene MMOs rein. Aber wie gesagt, momentan das Spiel, wo ich zumindest im Laufe des letzten Jahres am meisten Zeit reingesteckt habe, ist eindeutig Final Fantasy 14. Gut, Frage 5. Was sind deine Top 3 Spiele aller Zeiten? Tja, da würde ich auf alle Fälle mal Legend of Zelda A Link to the Past dazu zählen. Dann das erste Mass Effect. Da habe ich ganz viel Zeit rein investiert. Und wahrscheinlich das erste Dragon Age. Ich glaube, das ist das Spiel, was ich am meisten durchgespielt habe. Also bewusst.
Es gibt zwar immer noch ein paar Spiele, die ich immer mal wieder gerne spiele, aber ich glaube, die drei, im Moment wären es die drei Spiele, wo ich sagen würde, das sind sehr, sehr meine Top 3 Spiele. Also A Link to the Past, Mass Effect und Dragon Age. Gut. Nummer 6. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Bis vor kurzem hätte ich gesagt, gib mir von Mass Effect eine Fortsetzung. Jetzt kommt die Fortsetzung, ja. Allerdings, ich bin absolut nicht gehypt davon, weil ich wollte auch unbedingt eine Fortsetzung von Dragon Age und Dragon Age Inquisition hat mir absolut keinen Spaß, also hat mir zwischendrin Spaß gemacht, aber es war etwas, wo ich mich dann so verlaufen ließ und das hat, war nicht so meins. Wovon würde ich mir auf alle Fälle eine Fortsetzung wünschen? Red Dead Redemption kriegt eine Fortsetzung, deshalb wäre das jetzt nichts, wo ich sagen würde, da brauche ich unbedingt eine Fortsetzung, weil die kommt ja. Zelda und die ganzen Sachen kriegen ja auch immer wieder Fortsetzungen, deshalb gibt es da auch nichts, wo ich mir unbedingt. Ah, doch, genau. Und zwar, von was ich mir wirklich eine Fortsetzung wünschen würde, oder ein geistiger Nachfolger, wäre von Blade Runner, The Video Game von Westwood damals, was ein richtig tolles Adventure war, habe ich auch mal Let's Played, weil das Besondere da einfach war, die Atmosphäre hat gestimmt, es war immer, hatte immer wieder einen großen Wiederspielwert und das ist immer eine Sache, die ich mir immer wieder vergeblich wünsche von den ganzen Quantic Dreams Spielen, dass einfach da der Wiederspielwert höher wäre. Und das würde ich mir da einfach, da würde ich mir wirklich so einen geistigen Nachfolger von Blade Runner, The Video Game wünschen. Und vielleicht kommt ja jetzt was, wenn Blade Runner, die Fortsetzung im Kino bekommt. Man weiß nicht. Mal gucken. So, Frage 7. Welche Hobbys hast du außer Gaming? Ja, YouTube halt, was jetzt nicht direkt Gaming ist, sondern ein bisschen das nebenher. Dann im Sommer segel ich. Ich lese gerne. Ja, das war's so eigentlich. Filme und Kino halt. Serien und Filme, das sind so meine anderen beiden großen Leidenschaften. Ich podcaste auch noch sehr gerne, obwohl das jetzt momentan ein bisschen eingeschlafen ist bei mir. Dadurch, dass ich momentan keinen laufenden Podcast habe. Aber wenn ihr mal wieder jemanden braucht, der mit euch tratscht und quatscht in einem Podcast, immer Bescheid sagen, ich podcaste liebend gerne. Gut. Das waren die Hobbys. Dann Frage 8. Welche Konsole einschließlich Handhelds benutzt du? Also, ich habe relativ viele Konsolen momentan da angeschlossen, aber angeschlossen habe ich derzeit nur die PS4 und ich benutze noch den 3DS. Und den 3DS habe ich jetzt gerade eingepackt, weil ich mache heute eine größere Bus- oder Zugfahrt nach Frankfurt zur Final Fantasy 14 Fanfestival. Ah, ich freue mich so. Ja, da habe ich den schon mal eingepackt und werde darauf dann später Dragon Age, nee, Dragon Quest 8 spielen. So. 9. Was sind deine Top 3 Spielereien? Dragon Age? Nein, da hat mir jetzt einfach Dragon Quest, Dragon Age Inquisition hat mir das einfach ein bisschen ruiniert. Aber auf alle Fälle Zelda. Wobei da nur die 2D-Teile. Also ich werde mit den 3D-Teilen einfach nicht so warm. Mass Effect kann ich auf alle Fälle dazu zählen. Egal wie Andromeda wird, das kann ich jetzt, davon zähle ich nicht. Und Final Fantasy. Egal welches Final Fantasy ich nehme, selbst die etwas schlechteren, wie zum Beispiel Final Fantasy 13, mit denen hatte ich trotzdem unwahrscheinlich viel Spaß. Also Final Fantasy. Außer Final Fantasy 12, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht wirklich intensiv gespielt. Da freue ich mich aber auf das Remake, was ja dieses Jahr kommt. Ja. Okay. Das war die 9. Frage und jetzt kommt die 10. und wichtigste Frage. Nominiere 3 weitere Personen für ein Tech-Video. Da hätte ich dann zum einen mal dich, Black Eye. Dann dich, meine Lieblingsziege, Peacemaker, und den guten einer wie. Ja, ihr drei. Ihr macht jetzt auch ein schönes Gamertag-Video. Und um die Fragen zu bekommen, die findet ihr, wie gesagt, hier unten bei mir in der Videobeschreibung. So, das war's und jetzt geht's gleich zum nächsten Thema. Macht's gut. Juhu.
Das nächste Thema, was ansteht, ist die zweite Abstimmung. Und zwar geht es jetzt um Pillars of Eternity. Ja, dabei sei aber angemerkt, weil es gibt vielleicht so den ein oder anderen strategischen Tipper, der meint, ja, wenn wir Pillars of Eternity, wenn wir da viel Nein machen, macht er vielleicht irgendwas anderes Cooles. Ja, allerdings das andere Coole wird auch so ein klassisches Iso-Perspektiven-Rollenspiel sein, also seid da vorsichtig. Und ich muss sagen, das, was ich bis jetzt von Pillars of Eternity gespielt habe, ihr habt ja noch nicht alles gesehen, was ich jetzt gesehen habe, das ist visuell auf alle Fälle noch ein Ticken cooler als Tyranny. Und auch die Dialoge sind richtig, richtig nice. Und wenn euch Tyranny gefallen hat, müsste euch Pillars of Eternity auch gefallen. Also, jetzt hier hochgehen und abstimmen für Pillars of Eternity. Ja, ihr wollt weitersehen oder nein, ihr wollt nicht weitersehen. Es sollte keine weiteren Folgen geben. Abstimmen und wir gehen zum nächsten Thema. Bis gleich. Okay, wer mich auf meinen Social-Media-Kanälen wie Twitter und Facebook ab und zu mal begleitet, dem ist schon mal aufgefallen, dass ich ab und zu mal sogenannte YouTube-Empfehlungen raushaue. Dann gibt es auch da immer bei mir auf der rechten Kanalspalte, gibt es da immer drei Kanäle, die ich empfehle. Aber ich habe gedacht, das will ich noch ein bisschen hervorheben. Deshalb mache ich jetzt hier in diesem wöchentlichen Video immer mal wieder, ich weiß nicht, ob ich jede Woche eine Kanalempfehlung reinmache, aber ich versuche es. Und wir fangen diese Woche an mit den Non-Frog-Legs. Die haben sich eher auf Streaming für größere Events spezialisiert. Also zum Beispiel haben sie jetzt einen Stream gemacht zum Eurovision Song Contest oder machen auch einen Stream nachher zu den Oscar-Verleihungen. Kann ich nur empfehlen, sind echt coole Jungs. Und es gibt auch ein Tippspiel. Und die Jungs sind nämlich auf die Idee gekommen, weil ich benutze deren Tippspiel die letzten Jahre immer, um meine Oscar-Tippspiele zu machen. Dieses Jahr allerdings haben sie das live gestreamt. Ich glaube, es gibt jetzt schon eine 10-minütige Zusammenfassung von unserem Tippspiel. Und das war auf alle Fälle sehr witzig. Das könnt ihr auf deren Kanal angucken. Ihr könnt aber auch natürlich auf deren eigene Seite gehen und dort tippen. Wird dann alles vermerkt und so weiter. Ihr kriegt dann sogar Punkte und könnt was gewinnen, glaube ich zumindest. Allerdings ist hier anzumerken, dass ihr das Tippen bis nächsten Montag oder Dienstag machen müsst. Die genauen Daten findet ihr auf deren YouTube-Kanal mit den Erklärungen. Also am besten gleich hingehen und lohnt sich. Und da gibt es auch eine Zusammenfassung, könnt ihr auch sehen, was ich dann getippt habe bei deren Kanal und so weiter. Und schaut euch auf alle Fälle mal die Zusammenfassung da an. Das ist nur 10 Minuten, aber wirklich toll. Okay, das war meine Videoempfehlung. Könnt ihr gleich hier oben klicken und dann kommt ihr direkt auf deren Kanal. Wir gehen zum nächsten Thema. Last but not least kommen wir jetzt zu den Kanalausblicken, was denn genau nächste Woche auf meinem Kanal zu erwarten ist. Ja, eine Sache vorweg, ich habe vergessen, euch letzte Woche anzukündigen, dass wir natürlich ein Valentin-Special hatten am 14. Wenn ihr noch nicht das angeguckt habt, könnt ihr das auf meinem Kanal finden. Das größte Event, was wir diese Woche auf meinem Kanal haben, ist die zweite Folge der Lake Rain Show, wieder mit Damakash und mir. Ich bin noch nicht ganz sicher, was Damakash spielen wird, aber ich kenne schon mal das Thema. Und das Thema wird sein, wenn einer eine Reise tut. Und ja, mein Spiel, was ich spielen werde, ist Final Fantasy. Da werde ich wieder ein bisschen grinden. Wie gesagt, was Damakash spielen wird, weiß ich noch nicht. Aber ich bin sicher, es wird was Tolles sein. Und schaltet natürlich da am nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr ein, wenn wir beide zusammen bis in die Nacht rein grinden. Aber da wir gerade bei Final Fantasy sind, Final Fantasy kommt nächste Woche am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag, jeweils um 17 Uhr. Und Montag fängt es dann gleich an mit einer Klassenquest zum Gladiator. Sehr toll, etwas länger, weil wir machen die Quest 5 bis 15, also geht schon etwas länger. Und danach gehen wir sehr wahrscheinlich den Leviathan an. Ich weiß noch nicht, ich muss die Sachen noch aufnehmen, aber ich denke mal, wir sind jetzt so weit, dass wir den Leviathan angehen können. Wird auf alle Fälle interessant. Dann
läuft natürlich montags auch noch Pillars of Eternity. Zwei Folgen kommen auf alle Fälle noch. Also montags und am Mittwoch gibt es jeweils eine Folge Pillars of Eternity. Und wie es danach weitergeht, das hängt natürlich von eurer Abstimmung ab, die ihr jetzt schon gemacht habt. Das gleiche gilt auch für Ghostbusters. Ghostbusters, die Abstimmung habt ihr ja auch schon wahrscheinlich schon getätigt. Da kommt am Dienstag noch eine Folge und wie es dann der Rest der Woche aussieht, hängt davon ab, wie ihr abstimmt. Wenn ihr dafür abstimmt, dass es weitergeht, dann kommt wahrscheinlich am Donnerstag die nächste Folge. Wenn ihr dagegen stimmt mit großer Abstand, dann weiß ich noch nicht, was kommt. Vielleicht kommt dann auch gar nichts auf diesen Slots, weil ich natürlich erstmal ein bisschen Inspirationshilfe brauche und gucken muss, was es alternativ gibt. Ja, das war es dann auch schon. Ich hoffe, es ist was für jeden dabei. Natürlich werden wir auch streamen. Allerdings am Wochenende gibt es also jetzt an diesem Wochenende um den 17. rum, gibt es keine Streams, denn ich bin auf dem Final Fantasy Fan Festival, wie ich schon so bisschen durchklingen ließ bei den Gamertags. Allerdings guckt doch mal, ja, passt auf meine Social Media Kanäle auf, gerade besonders Twitter, weil da werde ich wahrscheinlich sehr viele Bilder davon posten und vielleicht auch das ein oder andere kleine Mini-Video. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen, hören und spielen uns wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.